Hi, I'm Matt Harding from Where the Hell is Matt, and you're watching FHM.com. Sorry to make you guys wait. We're trying to get it all. Ich habe schon immer getanzt. Früher bin ich den Leuten in meinem Büro ziemlich auf den Wecker gegangen, weil ich mich einfach neben ihre Tische gestellt habe und so rumgehampelt habe und gesagt, hey, kommt, lasst uns was essen gehen. Eigentlich war es reiner Zufall. Ein Freund, mit dem ich in Vietnam war, sagte, mach doch mal deinen blöden Tanz aus dem Büro. Habe ich gemacht, wir haben es aufgenommen und hat mir gut gefallen. Seitdem habe ich es immer wieder gemacht auf meiner Weltreise. So bin ich einfach. It's just something I do. Kurz nachdem ich mein erstes Video auf die Webseite gestellt hatte, wurde es entdeckt und bestimmt ein paar Millionen Mal runtergeladen. Und dann haben mich die Leute von StrideGum kontaktiert. Die haben gefragt, ob ich nicht nochmal eine Weltreise machen will. Also war ich das letzte Jahr die meiste Zeit mit Hilfe von StrideGum unterwegs, um ein neues Video zu machen. Und jetzt helfen sie mir, wieder ein neues zu machen. Ich wurde mal wegen Tanzens verhaftet. Das war beim Pantheon in Athen. Ich wollte den unbedingt auf meinem Video haben. Also bin ich dahin, habe meine Kamera einem Japaner gegeben und ein paar Sekunden getanzt. Dann kam plötzlich ein Wächter und befahl mir, sofort aufzuhören und das Video zu löschen. Ich habe gesagt, nein, ich höre vielleicht auf zu tanzen, aber das Video lösche ich auf keinen Fall. Aber die haben darauf bestanden, dass ich das Band löschen sollte, weil es respektlos gegenüber dem Pantheon sei. Letztendlich haben sie mich abgeführt. No question, the most dangerous place I ever danced was on the Sharagbolten in Norway. Keine Frage. Der gefährlichste Ort, an dem jemals getanzt wurde, ist der Kjerakbolten in Norwegen. Der hängt da seit der letzten Eiszeit zwischen zwei Steilwänden in 1000 Meter Höhe. Der Aufstieg hat schon 2 Stunden gedauert und erst als ich oben war, merkte ich, oh Gott, ich habe Höhenangst. Es gab keine Sicherheitsmaßnahmen wie ein Netz oder ein Geländer. Aber an dem Punkt gab es natürlich kein Zurück mehr. Wir waren ja schon 2 Stunden unterwegs. Also bin ich voll gepumpt mit Adrenalin draufgesprungen, hab ganz vorsichtig und ohne die Füße groß zu bewegen getanzt und bin wieder runter. Did a very sort of conservative, not really lifting my feet up dance and then got off. I'm not much of a beer connoisseur, but I would definitely say. Ich bin kein großer Bierkenner, aber ich würde schon sagen, dass Münchner Bier fantastisch schmeckt. Wie heißt das Bier, das ihr in diesen Halbliterflaschen ausschenkt? Könnte Augustiner sein. Melissa, wie heißt das Bier von gestern Abend? Augustiner, genau. Augustiner Beer is great. Der Ort, an dem ich gerne mal tanzen würde? Keine Frage, im Weltraum.